einziges Mal verlassen. Meinen Respekt, my lady. Das ist meine Pflicht. Ich darf nicht zögern. Das Gefühl kenne ich. Ja, wir räumen hier einfach mal alles auf. Ist ja wichtig, die Party muss ja auch irgendwie hier mal aufgeräumt werden. Scheint aber nichts weiter zu sein. Gehen wir mal weiter. Hochlandpass. So, der ist nur ganz kurz. Das weiß ich. Na. So, die sind beide erstmal geplatzt. Und weiter geht's. Hier ist auch wieder so ein Ort, wo manchmal ist hier was, manchmal ist hier nichts. Also manchmal ist hier zum Beispiel hinten in der Ecke da eine Person. Das ist dann ein Händler. Und manchmal ist hier halt keine. So. Das nehmen wir mit und weiter geht's. Also ich denke mal, dass der Endboss auf keinen Fall ein Problem für uns sein dürfte. Es würde mich wirklich sehr stark wundern, wenn wir da irgendwie Probleme hätten. So. Ich bin Asylla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Heldin, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. So. Überreste der Gefangenen. Ich fühle mich stärker. Also normalerweise bin ich es ja gewohnt, dass du hier rauskommst und in diesen vier Räumen, die da am Anfang sind, eigentlich immer schon Überreste mindestens einmal sind. Na gut. Ah, hier sind auch schon die ersten. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ja, das ist jetzt eine gute Position. Ich kann schön von hinten reinschießen und vorne blockt die Spinne und der Templer. Was? Oh, da haben wir doch ein Legendary einfach mal so gefunden von einem Goldenen. Da möchte ich mich nicht drüber beschweren. Das gucken wir natürlich uns auch gleich an, aber davor machen wir hier erstmal alles sicher. So, zeig her. Das muss was Gutes sein. Pockenpantalons. Wenn sich drei oder mehr Gegner im Umkreis von 12 Metern begeht, von euch ein widerlicher Gestank aus der Gegnern im Umkreis von... Was? Das ist mega gut. Oh, guck mal, hier haben wir sogar noch eine schnieke Waffe für unseren Freund. Das ist wirklich langsam recht gut. Ja, komm hier, den pack mal rein. Da haben wir zwar nicht mehr die schnieke Krone auf, aber da finde ich... Also irgendwann muss man halt mal die Krone wechseln. Die können wir ja... Wir können sie ja aufheben in unserer Box.
So, wir gucken noch da oben, ob dort noch was ist. Ah, nee. Da ist nichts gewesen. Also gehen wir hier runter. Hier unten sieht es aber auch nicht so aus, als wäre hier was. Ja, den können wir auch mal dort... Ich glaube, hier drüben haben wir auch nicht mehr. Gehen wir einfach mal rüber. Also über die Hosen, die wir da gefunden haben, die finde ich schon extrem cool. Na? Oh, ich dachte schon. Es hat sich jetzt aufgehangen, weil... Das werdet ihr nicht überleben. Vor allem der Giftschaden mit 480% von... Ja, wir laufen einfach mal hier durch, komm. Wir laufen nur durch und die Gegner sterben. Da weißt du, dass das definitiv ein gutes Legendary ist. So. So, noch du. Was ich noch so ein bisschen erzählen kann. Also ich habe ja natürlich Diablo 3 schon mal durchgespielt. Muss aber sagen, Akt 5 ist wirklich der Akt, den ich so am wenigsten gespielt habe. Das liegt einfach da dran. Den habe ich damals mit einem Kumpel so schnell wie möglich durchgerusht und habe dabei halt eigentlich die Story von diesem Akt wirklich, wirklich nur so nebenbei mitbekommen, weil das war ein schnelles Rushen. Nach so langer Zeit, Freiheit. Aber Story kam da halt nicht wirklich durch. Und deswegen freue ich mich auf den dann wirklich ganz besonders, weil ich kenne ihn, aber es ist, glaube ich, einfach nochmal was anderes, wenn man dann auch wirklich die Story nochmal von Anfang bis zum Ende durchgeht. So. Der letzte Gefangene. Was haben wir hier bekommen? Meine Diener sind nun frei, doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Macht den Wärter in der Mitte des Verlieses ausfindig und setzt seinem Übel für immer ein Ende. Das machen wir. Jetzt haben wir noch eine schöne neue Waffe gefunden, eine neue Einhandarmbrust. Da haben wir jetzt noch mehr Schaden, was echt schon lächerlich ist, dass wir immerzu wieder Schaden finden. So. Und hier müsste jetzt der Wärter gleich sein. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? So sei es. Stellt euch und büßt. Da ist er doch. So. Der war kein Problem. Aber gar keins auch. Das ist nicht mal was für unseren Freund. Das kann er nicht nehmen. Und das ist nichts für uns. Weiter geht's also. Wir sind gleich Stufe 25. Und sind auch gleich am Ende des ersten Aktes. Aber ich weiß genau, dass man hier hinten gleich noch ein kleines... etwas Kleines zu sehen bekommt. Also zu hören. Mehr zu hören. Obwohl, ich glaube, man kriegt sogar was zu sehen. Hier drinnen nämlich. Mein